Willkommen zurück mit gestelltem Timer zu Assassin's Creed Rogue Remastered. Während ihr euch natürlich um dieses Tor gekümmert habt, bin ich über den Schatz gestolpert. Heißt das etwa... Es war höchst merkwürdig. Nun, jedenfalls habe ich unter anderem Karten und Aufzeichnungen über französische Handelsrouten gefunden. Was denkt ihr, Gist? Vielleicht können wir sie ja benutzen, um der Royal Navy zu helfen. Achso, wir können da vielleicht schon längst runtergehen. Die Karten sind in ihrer Kabine, Captain. Ich komme immer mehr so vor wie bei One Piece. So widerspricht zumindest. So, was haben wir denn hier so alles? Oh nein, der Scheiß! Okay, ja, sichern wir doch einfach mal die Route. Erfolgsaussichten. 100%, ja, haben wir jetzt schon gewonnen. Schlacht beginnen. Weil die sind ja auch so spannend. Man könnte jetzt meinen, das ist wieder das spannendste RPG auf der Welt, dabei ist es so langweilig ohne Ende und vorhersehbar. Und vor allen Dingen auch so gut und detailliert dargestellt, also wahrhaftig, wir sind hier der absolute Boss und wir haben ja einen neuen Status, yay. Gibt's hier sonst noch so Missionen? Ja, senden wir einfach mal irgendwelche Schiffe. Route sichern, ja, machen wir es doch einfach mal hier. Erfolgs. Boah, sind wir gut. Auf geht's. Wer gewinnt wohl? Hier 3 gegen 1. Das ist ja der vierte Kampf aller Zeiten. Schlacht über Springen kommen. Oh nee, das hätte ich jetzt aber echt nicht gedacht. Ich meine, man kriegt so wenig, das lohnt sich eigentlich fast gar nicht. Senden wir nochmal unsere Schiffe. Weil das dauert jetzt hier noch ein bisschen länger anscheinend. Sichern wir hier nochmal die Route. Weil ihr könnt Gift drauf nehmen, dass ich das niemals ausführlich spiele. Und wir haben es da wieder geschafft. Hurra! Ja, jetzt ist auch diese Route sicher. Ja, aber jetzt soll es mir eigentlich scheißegal sein. Komm, wir senden jetzt hier das Schiff weg. Dann ist auch... Dann ist alles in Ordnung. Dann sind wir alle sicher. So. Wenn ich doch nur wüsste, wo es jetzt lang geht. Na, dafür gibt es wenigstens ein bisschen Achievements und einen neuen Cheat. Das finde ich immer wieder cool, dass man die Cheats während des Spielens freischaltet, nicht so wie bei Final Fantasy 7, wo man schon von Anfang an in der PlayStation 4 Version Cheats hat. Fragt ihr euch manchmal, ob ihr richtig handelt, Gist? Ob ihr den rechten Weg wählt? Wie das einfach so vom Himmel runtergeflogen kommt, das ist sehr böse. Also da scheinen mal wieder höhere Mächte involviert zu sein. Natürlich. Ihr habt recht, Gist. Segeln wir nach New York. Aye, Captain. Ja, New York, als es noch nicht so New und York war. Ach, aber das sind jetzt hier der Müller mit der Ecke. Da ist jetzt Mumbai drin. Ich meine, ich kann ja mal eine Umfrage in den Raum werfen. Welche Molkereiprodukte konsumiert ihr am liebsten? Ich bleibe ja bei der traditionellen Milch, aber es wäre viel interessanter, wenn ihr in die Kommentare reinschreibt, was ihr denn so konsumiert. Das ist auf jeden Fall ein spannendes Thema und es verdient besprochen zu werden. Ach Leute, das will ich schon vorsorgen, dass das eben nicht passiert.
Wir haben ja heute Feiertag und morgen muss ich wieder lernen. Und wir haben hier einen vor. Jawohl. Okay, das war nix. Ich meine, auch hier muss man wieder sagen, das kann doch nicht so schwer sein. Ja, docken wir da einfach mal an. Ich meine, wo ist denn der Mist jetzt? Naja, gehen wir mal wieder an Bord. Ich glaube, wir sind hier nicht richtig. Ich habe da ein ungutes Gefühl bei der ganzen Sache hier. Captain ist am Steuer. Öffnen und trimmen. Topsegel reffen! So viel Segel wie ihr könnt! Segel sein! Oh, Billy Riley, where's the dancing master? Oh, Billy Riley, oh, Billy Riley! Oh, Billy Riley, oh, Billy Riley! Oh, Billy Riley, master of the troop! Oh, Billy Riley, oh, Billy Riley! Oh, Billy Riley, oh, Billy Riley! Master of a droga bound for Antigua. Oh, Billy Riley, oh, Billy Riley. Master of a droga. Das würde mich jetzt schon interessieren, wo das Ganze hier ist. Billy Riley has a piece of car. Oh, Billy Riley, oh, Billy Riley. Oh, Billy Riley, oh, Billy Riley. Oh, Missy Riley, little Missy Riley. Oh, Billy Riley, oh, Billy Riley. Oh, Missy Riley, oh, Billy Riley. Had a pretty daughter, but we can't get at her. Oh, Billy Riley, oh, Billy Riley, had a pretty daughter. Die sprechen alle Deutsch, aber singen trotzdem was auf Englisch. Strange. Na gut, ich würde sagen, das ist ein Unterfangen, das wir jetzt nicht weiter berücksichtigen sollten. Wir sollten weitermachen in der normalen Story. Jetzt, wo wir doch gerade so schön drin sind. Hier an diesem 1. Mai. Ja, so schnell vergeht ein Jahr schon wieder. Okay, es ist ja noch nicht vergangen, aber immerhin, ich meine, es sind die ersten 4 Monate vorbei. Das ist eine Konsequenz des Schicksals, möchte man meinen. Vielleicht kommen wir von der Seite dort jetzt dorthin. Ja, ich weiß, ich möchte jetzt gerne wieder versuchen.
seas do roll. But a sailor lad just like his dad, he loves the flowing bowl. A woman ashore he does adore, a girl who's plump and round. When your money's all gone, it's the same old song. Get up, Jack, genau aufs Land zu, Sir. Hey. Come along, you jolly brave boys, it's a plenty more grog in the jar. We'll plow the briny ocean like a jolly rowing car. When Jack's ashore, he'll make his way to some old boarding house. He's welcomed in with rum and gin, likewise with pork and scouse. He'll spend and spend and never offend till he... Ja gut, da hätten wir eigentlich schon viel früher hinreisen können, wahrscheinlich so bei Schnellreise. Aber so hatten wir wenigstens einen schönen Trip. Und den haben wir eigentlich immer noch. Insgeheim. So, was sagte die Zeit? Die sagt, wir haben noch relativ wenig Zeit. Wieder mal viel Zeit verschwendet. Ja, wir haben in unserer tollen Seekampagne hier immer noch gewonnen. Dann horchen und schauen wir uns doch einfach nochmal so ein bisschen um. Wenn der hier mal verdammt nochmal hochklettert. Jetzt lass mich raten, das ist wieder mal auf einer anderen Insel. Das wäre ja wohl die größte Verarsche, also... So dreist kann man jetzt auch nicht sein. Und so scheint es auch fast auszusehen. Ich fühle mich jetzt gerade wie bei SpongeBob, wenn ich diese Musik höre. Und wir haben einen tollen Plan. Der Tag hat sich gelohnt. Ja, super. Naja, New York war damals auch schon groß. Bandenhauptquartier, okay. In Lower Manhattan. Ja, da fragt man sich doch glatt, wie das heute aussieht. Auch mit dem Aussichtspunkt schließen wir am besten ab. Weil da oben scheint es auch was zu geben. Und das ist natürlich interessant für uns. Also den Aussichtspunkt hätten sie auch da höher platzieren können, aber wahrscheinlich hätte das zu sehr das Programm überlappt. Ja, ich weiß, der Part ist eigentlich vorbei. Aber eine gebürtige, oder eine
Gebührende Verabschiedung gibt es nur hier auf dem wunderschönen Aussichtspunkt. Ja. Damit wir auch wissen, wo was ist, denn wir waren ja noch nicht hier. Und dann würde ich mal sagen, mit diesem Sprung in den Tod verabschiede ich euch für dieses Mal. Bis zum nächsten Mal und ciao, haltet die Unsteife, denkt daran, Freundschaft ist Magie.